Ja, zur ersten Frage, wie ist die deutsche Altersvorsorge aufgebaut? Also das Altersvorsorgesystem besteht aus drei Säulen. Es gibt die gesetzliche Rente, die private Rente und die betriebliche Rente. Auf der anderen Seite, was macht den deutschen Sparer, den deutschen Altersvorsorgesparer letztendlich aus? Das ist eine ganz schwierige Frage, weil man kann kein Pauschalurteil letztendlich abgeben. Unterschiedlich wird es in vielen Aspekten sein. Was ihn dennoch von anderen, sage ich mal, Ländern so ein bisschen charakterisiert, ist letztendlich, dass er sehr risikoavers, sehr risikoscheu agiert. Das Garantiekosten fallen letztendlich in der privaten und in der betrieblichen Rente an, weil dort letztendlich die Beiträge garantiert sind, was bedeutet, dass der Anleger das zurückerhält, was auch einbezahlt. Diese Garantiekosten, die hängen zum größten Teil von ja, dem Zinsniveau ab, weil irgendwo müssen die Garantien letztendlich auch dargestellt werden. Und diese Darstellung läuft in der Regel bei den Altersvorsorgeeinrichtungen, also bei Pensionsfonds, bei Investmentfonds und so weiter. Riester-Rente läuft es letztendlich über Abbildungen in sogenannte sichere Anlagen, also Staatsanleihen letztendlich ab. Und je niedriger die Zinsen bei diesen Staatsanleihen sind, desto höher sind die Garantiekosten. Ja, diese Garantiekosten sind durch das gesunkene Zinsniveau sehr stark angestiegen. Das Problem ist letztendlich, dass der Anleger diese Transparenz nicht hat. Ja, ihm ist zwar bewusst, was sind die Garantien von ihrer Auswirkung. Ja, ich bekomme sozusagen mein eingezahltes Geld zurück. Was die Garantien kosten, das weiß er dagegen nicht. Und was sie beeinflussen, weiß er noch viel weniger. Und was die Garantien letztendlich wert sind, und das ist die zweite Frage, die Sie gestellt haben, was diese Garantien wert sind, das ist ihm letztendlich auch nicht bewusst. Weil wenn man die Garantien ja, in so einem Altersvorsorgeprodukt mit einem ungarantierten Produkt letztendlich vergleicht, dann zieht diese Garantie in vielen Aspekten nämlich gar nicht. Ja, sage ich mal, die Alternative der Altersvorsorge über einen reinen Aktiensparplan, das zu machen, das wäre sozusagen die Alternative, die mit das höchste Risiko pauschal von, ja, sage ich mal, der außenstehende Perspektive letztendlich betrachtet, wäre das das höchste Risiko. Wenn man aber ein Altersvorsorgeprodukt betrachtet, was über sehr lange Zeiträume, über 2, 3, 4 Jahrzehnte läuft, dann ist dieses Risiko ja, relativ gering, dieses Risiko sozusagen auf sein eingezahltes Geld nicht mehr komplett zuzugreifen. Und das ist bei einem Altersvorsorgesparplan im Aktienbereich in der Regel, je länger es läuft, desto geringer sind diese ja, Garantiefälle, die im Bereich von wenigen Prozent bis teilweise sogar unter 1% letztendlich liegen, wenn man einen sehr langen Anlagehorizont hat. Ja, der Unterschied zwischen einem Aktiensparplan und einem kapitalgarantierten Sparplan, wie beispielsweise einer Riester-Rente, ist eigentlich folgendes. Aktiensparplan, da legen Sie jeden Monat 100 Euro beispielsweise in irgendeinem Aktienfonds beispielsweise an. Bei einem kapitalgarantierten Sparplan, also Riester-Rente, legen Sie auch jeden Monat 100 Euro an. Nur hier wird die Aufteilung zwischen Aktien oder einer höher rentierlichen Anlage und dem Rentenanteil, also das, was in sicheren Staatsanleihen fließt, entsprechend der Absicherung für die Kapitalgarantie letztendlich dann abgebildet. Ja, wenn Sie jetzt, ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel, wenn Sie für 10 Jahre, in 10 Jahren 100 Euro wiederhaben wollen und momentan Ihnen eine deutsche Bundesanleihe, eine Verzinsung von, ja, heute ist es vielleicht, sind es 20 Basispunkte. Ja, dann erzielen Sie über diese 10 Jahre eine Verzinsung von rund 2 Prozentpunkten. Das heißt, Sie müssen heute ungefähr 98 Euro einzahlen, damit Sie diese 100 Euro durch die Zinsen, ja, diese geringen Zinsen, in 10 Jahren letztendlich garantiert bekommen. Sie können also nur noch 2 Euro in höher rentierliche Anlagen anlegen, wie beispielsweise Aktien oder andere Anlageformen. Genau hier drin liegt der große Unterschied aktuell, dass Sie einen Großteil in sichere Anlagen anlegen müssen, obwohl Sie so eine geringe Verzinsung haben, um letztendlich die Garantien abzubilden. Also der Niedrigzins wirkt sich einerseits auf die Garantiekosten aus. Ja, die Garantiekosten steigen, je niedriger die Zinsen sind,
Ja, die Garantiekosten steigen also mit fallenden Zinsen. Auf der anderen Seite müssen Sie natürlich, wenn Sie eine Rentenlücke haben, ja, Rentenlücke heißt letztendlich nichts anderes, als dass Sie im Alter weniger Geld als im Erwerbsleben zur Verfügung haben, dass Sie diese Lücke zwischen dem ja, letzten Arbeitseinkommen und den Rentenansprüchen irgendwie dann abdecken möchten, wenn Sie halt eben Ihren Lebensstandard beibehalten wollen. Und diese Rentenlücke wird natürlich umso teurer zu finanzieren, je niedriger die Zinsen sind. Ja, weil wenn Sie letztendlich null Verzinsung haben oder eine sehr geringe Verzinsung haben, dann müssen Sie mehr Geld anlegen, weil das Geld arbeitet dann letztendlich weniger für Sie. Das Geld wird mit anderen Worten fauler, es wird weniger ertragsreich und Sie müssen letztendlich mehr sparen, um die Rentenlücke abzudecken. Ja, momentan gibt es ja eine große Diskussion in der Koalition und es steht auch im Koalitionsvertrag drin, dass letztendlich eine Rentenreform in irgendeiner Art und Weise stattfinden soll. Das ist also vereinbart zwischen den Koalitionsparteien und momentan finden Diskussionen mit allen Beteiligten, auch mit verschiedenen Gruppen in den verschiedenen Bereichen wie DGB, wie auch Arbeitgeber finden dann letztendlich statt, um hier irgendwie zu einem Konsens zu kommen. Momentan ist eine Tendenz zu sehen, dass letztendlich diese betriebliche Altersvorsorge gestärkt wird. Ja, weil es gibt letztendlich Zahlen, die aussagen, nur die Hälfte bis also 50 bis 60% der Arbeitnehmer haben eine betriebliche Altersvorsorge. Und genau dieser Anteil soll letztendlich steigen, um sozusagen die Problematik, die in der gesetzlichen Rente wegen geringen Geburtenraten, wegen steigender Lebenserwartung, um diese Problematik letztendlich abzuschwächen, damit der Beitrag in der gesetzlichen Rente nicht steigt. Momentan spricht man eben von zwei Linien. Die Linie 1 ist sozusagen das Rentenniveau, was nicht unterschritten werden soll. Die Linie 2, die noch ein bisschen grauer definiert ist, das ist letztendlich ja, die Beiträge, die nicht über eine gewisse Linie hinausschießen sollen. Und wenn man diese beiden Linien einhalten möchte, dann muss man letztendlich die beiden anderen Säulen, betriebliche Säule wie private Säule, in irgendeiner Art und Weise attraktiver machen, letztendlich stärken. Und momentan ist es angedacht, dass man gerade die betriebliche Altersvorsorge stärkt und auch ein bisschen umstrukturiert, weil hier sind beispielsweise auch Gedanken vorhanden, dass man dort auf Garantien zum Teil oder vielleicht auch ganz verzichten sollte, um letztendlich dort eine attraktivere Lösung für den Anleger zu finden. Also die eben angesprochene Aufweichung, auch wenn sich das vielleicht etwas negativ anhört, Aufweichung der Garantien, ist durchaus sinnvoll, weil letztendlich die Garantien teuer sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber wenig werthaltig sind. So, das heißt, sie zahlen viel Geld für etwas, was wenig Leistung erbringt. Und dieses Denken in Preis-Leistungs-Verhältnissen, also was kostet mich die Garantie, ja, als Preis und was bekomme ich letztendlich dafür als Leistung, genau diese Abwägung, glaube ich, muss stärker in den Vordergrund gestellt werden, damit letztendlich auch der einzelne Bürger auch eine Abwägung treffen kann zwischen Preis-Leistungs-Verhältnissen. Weil es ist genauso wie beim Auto. Ja, wahrscheinlich wird jeder gern Porsche fahren, wenn er halt eben keinen Preis dafür bezahlen müsste. Oder er würde sich den Porsche aussuchen, wenn ihm der Preis nicht transparent wäre. Aber in fast jedem anderen Konsumprodukt wägt der ja, Konsument letztendlich auch irgendwie einen Preis gegen die Leistung dann auch ab. Also das ist eine wichtige oder ein wichtiger Aspekt letztendlich in Preis-Leistung, auch in Altersvorsorgeprodukten, auch in, ja, sage ich mal, Finanzprodukten allgemein zu denken, weil hier ist letztendlich ist nicht so einfach, wie es bei einem anderen Konsumgut der Fall ist. Sie können nicht irgendwas angreifen, testen, sich in ein Auto setzen und fahren, das erfahren, das erleben. Hier müssen Sie letztendlich genau diese Preis-Leistungs-Verhältnisse, dieses Denken in was bekomme ich, was muss ich dafür bezahlen, irgendwie anders abbilden. Und das ist, sage ich mal, auch der zweite Punkt. Das ist letztendlich auch ein Forschungsbereich, der, sage ich mal, viel mehr noch Unterstützung finden müsste, weil alles, was mit dem Thema Risiko am Kapitalmarkt zu tun hat, ist letztendlich schwierig
für den Bürger in irgendeiner Art und Weise einzuschätzen. Ja, es ist für ihn wenig abstrakt. Man muss es für ihn erlebbar machen. Man muss es für ihn in irgendeiner Art und Weise, ja, in seiner eigenen Situation erlebbar machen. Und genau hier, sage ich mal, ist auch ein bisschen die wissenschaftliche Forschung gefragt, hier Lösungsmöglichkeiten anzubieten, wie genau diese Fragen, Preis-Leistungs-Verhältnisse in Finanzprodukten erlebbar zu machen, transparent zu machen und so für den Anleger letztendlich auch entscheidbar es zu machen.